Was kümmert's uns? Gehen wir weiter. Na, mein Junge, du bist ein richtiges Glückskind. Die Sonne geht schon auf, sie will dich begrüßen. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Denn für jeden kleinen Jungen steht sie nicht so früh auf. Sie möchte dir Wärme schenken und Licht möge sie dich dein ganzes Leben begleiten. Nimm sie dir zum Vorbild. Bleib rein in deinem Herzen und werd ein aufrechter Mann. Ja, hast du wieder mal nicht nach Hause gefunden, Kump? Wach auf, die Arbeit ruft. Ich kann warten. Das sieht dir ähnlich. Hier ist eine Mauer. Du hast das hier. Vielleicht ist das das Stadttor. Sie lassen uns nicht rein. Macht auf! Aufmachen! Ihr habt kein Recht, uns auszusperren! Was zu machen? Uns aus! Hinten Sie! Du bist okay. Oh, so weich. Ist das? Was gibt's denn? Ihre kaiserliche Hoheit hat einen Sohn geboren. Was sagst du? Ihre kaiserliche Hoheit hat einen Sohn geboren. Ist das wahr? Ich habe einen Sohn? Die Thronfolge ist gesichert, Majestät. Ich habe es gewusst. Ihr dürft mir gratulieren. Wartet hier. Einen Sohn. Ich habe einen Sohn. Seid ihr müde, Liebste? Nein. Ich bin glücklich, Majestät. Philipp. Philipp. Ich grüße dich, König Philipp. Eine Tochter ist es nicht. Jetzt ratet, was es ist. Wenn ihr es nicht wisst, ich sag euch, was es ist. Was machst du denn da, Kump? Dein Priester hat mir einen Gulden versprochen, wenn ich ihm das Stottern abgewöhne. Das habe ich auch gemacht, aber jetzt spricht er überhaupt nicht mehr. Dieser Lümmel. Wir sind gerade auf dem Weg zur Kirche, um unseren Sohn zu taufen.
Willst du der Taufpate sein? Wenn du mir sagst, Kohle dafür gibst? Nein, sagen wir nein. So gut, abgehört. Du musst dich aber beeilen. Ja, ja, ich bin gleich da. Hey, warte mal, Kohlenhändler. Ja, was ist? Kannst du nicht noch einen Paten brauchen? Es sind ja keine Zwillinge. Ach, schade, ich wäre gern dabei gewesen. Das bist du ja auch, mein Freund. Der liebe Gott hat ihn gerade mit Regenwasser getauft. Sieh dir das an. Wenn das kein Glück bringt, was es ist. Wenn ihr es nicht wisst, ich sag euch, was es ist. So taufe ich also nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes den Sohn von Klaas und Sudkin auf den Namen Tilbert. Till, der Name gefällt mir. Tilbert, widersagst du dem Teufel auf immer und ewig? Ja, ich widersage, Hochwürden. Und widersagst du all seinen Werken? Ja, ich widersage. All seinen Versuchungen und seinem Gepränge? Ich widersage. Sag mir, Tilbert, glaubst du an Gott, den Allmächtigen, unseren Herrn und Vater, im Himmel wie auch hier auf Erden? Ich glaube, Hochwürden. Glaubst du an Jesus Christus, seinen Sohn, der uns seine Botschaft gebracht hat und der für uns geboren und gestorben ist? Ich glaube, Hochwürden. Glaubst du an den Heiligen Geist und an die heilige katholische Kirche, die diese Lehre verkündet? Ich glaube. Eine Tochter ist es nicht, jetzt ratet, was es ist. Hey, Leute, seht euch das an. Ich habe einen Sohn bekommen. Als erstes wird der arme Junge einen Schnupfen kriegen. Da ist ein gutes Bier die beste Medizin. Die werden wir ihm gleich einflößen, damit er den richtigen Geschmack an dem schönen Ding des Lebens bekommt. Ja, da hast du recht. Ich könnte auch einen Schnupfen machen. Los, kommt rein. Ja. Ja, ich bin hier, Frauwetter. So. Seid oh, vorsichtig! Durchsprüchemacher, jetzt wollen wir den Leuten mal zeigen, wie ein echtes flandrisches Pferdchen aussieht. Na, was sagt ihr dazu? Ganz der Vater, was? Da bist du ordentlich angegangen. Wie er den zustande gebracht hat. Es wäre mir noch lieber, wenn ich dich als Zugabe gekriegt hätte. Das ist lange Gerede, Leute. Zum Wohl, Freunde. Auf das Wohl von Vater und Sohn. Möchtest du mal probieren, wenn du nicht früh genug anfängst? Also mein Junge, verpasst du was? Lass den Kleinen doch. Er mag's. Hier siehst du, Till, das Fischchen schwimmt. Er schwimmt dir immer vor der Nase rum. Es zappelt. Vor lauter Freude, weil du angekommen bist. Möchtest du noch mal probieren? Siehst du, es schmeckt ihm. Das habe ich ja gleich gewusst. Mund auf. Der ist ja schon blau. Ja, was ein Also. Wenn das kein Glück bringt, Freunde, jetzt ist mein Sohn zum dritten Mal getauft worden. Erst mit Regen, dann mit Weihwasser und jetzt mit Bier. Dreimal getauft worden, das hat es noch nie gegeben. Du bist mir etwas Großes bestimmt, mein Junge. Du musst ein Leben haben, wie man sich nur träumen kann. Wer hat das getan? Prinz Philipp, willst du nicht herkommen und mich begrüßen? Ich warte. Das Tier verbrannt, nicht wahr? Wenn du schon den Mut hast, so grausam zu sein, dann hab wenigstens auch den Mut, dazu zu stehen. Seine kaiserliche Hoheit wird sich sicher einmal mit der Verbrennung von Ketzern einen großen Namen machen. Lass uns herein. Du auch. Sagen, du hast sehr wenig Ähnlichkeit mit mir. Als ich so alt war wie du, da habe ich mich am Seil an steilen Felsen hinuntergelassen, um Adlernester auszuheben. Ich habe auf andere Weise meine Kraft und meinen Mut erprobt. Ich habe Magen weh, Majestät. Wein ist ein sehr gutes Mittel dagegen, mein Sohn. Ich mag keinen Wein, er schmeckt mir nicht. Und Kopfschmerzen habe ich auch. Du solltest laufen, springen, klettern und herumtollen, wie andere Jungen in deinem Alter.
Ich habe immer Krämpfe in den Beinen. Sie tun mir weh. Das kommt davon, wenn man sie nicht benutzt. Da werden sie steif. Ich werde dich auf ein Pferd binden lassen. Glaubt ihr, das würde etwas ändern? Angelus Domina Nuncia Maria Concepita Spiritus Sancto Ave Maria Sacrina Nomina Benedicta Tu Mirus. Du weichst mir immer wieder aus. Es passt nicht zu einem jungen Mann, wie ein altes Weib zehnmal am Tag den Rosenkranz runterzuleiern. Amen. Habt ihr das Abendläuten nicht gehört, Majestät? Heiliges Wasser aus Rom, kommt alle her zu mir, Leute. Ich habe Gesundheit zu verkaufen. Da ist ja Till. Los, der schmiert den Esel Pfeffer in ihn. Oh mein Gott, so ist der Mut. Wie viel hast du, Lame? Drei Paar Socken. Ich gebe ihn ganz billig ab. Komm, nimm ihn. Heiße Salbe! Ja, hör mal zu, junge Frau. Ja, mein Seil hilft gegen offene Füße. Was machst du denn da? Jetzt werde ich euch mal sagen, woher das heilige Wasser kommt. Ach, halt's mal. Das kommt aus unserem dreckigen Kanal. Kommt her, geht nicht an meinem Stand vorbei. Ich verkaufe Eulen, dressierte Eulen zum Maisenfang. Bekommst du uns die Einäugige für vier Partar? Für vier Partar? Na ja, ausnahmsweise, weil du's bist, mein Junge. Nimm sie da raus, aber pass auf, dass sie nicht wegfliegt. Verkaufe Eulen, dressierte Eulen zum Maisenfang. Hört den Erlass seiner kaiserlichen Majestät Karl des Fünften, den ich jetzt verlesen werde. Seine kaiserliche Majestät hat bestimmt, jeder, der in diesem Land der Ketzerei für schuldig befunden wird, ob Mann, Frau oder Kind, wird bestraft. Bürger werden öffentlich verbrannt. Adlige der Krone werden durch das Schwert gerichtet. Bauern durch den Strang. Frauen werden bei lebendigem Leib zerhört. Halt, aber! Ich kann nicht! Rück die Knie zusammen, komm! Wer versucht, einem Delinquenten in irgendeiner Weise zu helfen, gilt selbst als schuldig und unterliegt der gleichen Strafe. Hört einen weiteren Erlass seiner kaiserlichen Majestät Karl des Fünften, den ich jetzt verlesen werde. Seine kaiserliche Majestät hat bestimmt, von jetzt an und für fernere Zeiten ist es allen und jedem verboten, Schriften zu lesen oder weiterzugeben, wenn in diesen Schriften ketzerische Ansichten geäußert werden. Seine Majestät bestimmt, dass Personen, die solche Ketzereien verbreiten und ihren Irrtum nicht öffentlich widerrufen, je nach der Schwere des Vergehens durch schnelles oder langsames Feuer verbrannt werden. Als besonders schweres Verbrechen wird das Lesen der Bibel in flämischer Sprache angesehen. Die Hälfte des Vermögens eines Verurteilten wird dem Denunzianten überlassen. Die andere Hälfte geht in den Besitz seiner Majestät. Da würden Sie bei uns nicht sehr viel finden. Das ist manchen Leuten ganz egal. Die genießen das Vergnügen dran und glauben noch, sie sind treue Untertanen. Missgunst und Neid gibt's mehr, als du denkst auf der Welt. Und die meisten sind stolz auf ihre Gemeinheit. Sie würden ein Sack Kohlen mit dem Kaiser teilen, als wären es Dukaten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Städten, Gemeinden und Festungen in Gegenwart eines Gerichtsnotars, damit niemand sich auf seine Unkenntnis desselben berufen kann. So ist es bestimmt... Was ist denn los? Jetzt fängt es auf einmal an zu regnen. Das ist bestimmt nur ein kleiner Schauer. Ja, sicher, macht nichts. Wir sind sowieso gleich fertig. Ist es gut für die Ernte. Ja, vergiss den Schlusssatz nicht. Ah ja. So ist es bestimmt und so soll es sein, wie seine Majestät es befiehlt. Es lebe der Kaiser in Ewigkeit. Amen. 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 Hey, da vorne läuft er. Hier, versteckt das Buch. Lass es keiner sehen. Der Teufel hier, wo ist er? Denn er kann ihn nicht brauchen. Den haben wir gleich. Der Teufel. Haltet ihn. Nein, lass mich los. Ich habe nichts Unrechtes getan. Lass mich los. Wir führen dich nur vor. Nein, ich flehe euch an. Ich habe noch nichts getan. Los, loslassen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und hastet zurück zu dem Ort, da sie aufging. Der Wind weht nach Süden und dreht sich nach Norden. In währendem Wechsel weht der Wind. Drauf kehrt der Wind zu neuem Kreislauf zurück. Alle Flüsse ziehen zum Meer, doch nie wird das Meer gefüllt.
Denn wohin sie auch strömen, zum selbigen Ort strömen immer wieder die Flüsse zurück. So ist alles Reden vergebliche Mühsal. Kein Mensch vermag die Deutung zu geben. Nicht satt wird das Auge vom Sehen, nicht voll vom Hören das Ohr. Was gewesen, wird wiederum sein. Was geschehen, wird wieder geschehen. Nichts Neues gibt's unter der Sonne. Wer einmal etwas davon, man sagte, sieh da ein Neues, längst ist es gewesen in Zeiten, die hinter uns liegen. Der früheren bleibt kein Gedächtnis, der noch kommenden künftigen gibt's kein Gedenken bei denen, die noch später leben. Viel des Wissens und viel der Weisheit lernte mein Geist, aber als ich erkannte, was es um Wissen und Weisheit sei, da kam ich am Ende zur Einsicht, auch das ist Taschen nach Wind. Denn wie viel Weisheit, da ist viel Kummer. Mehrt sich das Wissen, so mehrt sich das Leid. Gib sofort das Buch her! Das ist eine flämische Bibel. Du weißt doch, wie man dafür bestraft wird, wenn man die liest. Es ist so still. Ja, wie auf dem Friedhof. Man sieht niemanden auf der Straße, als ob die Stadt ausgestorben wäre. Es hat wahrscheinlich schon angefangen. Als sie den alten Cornelius aufgehängt haben, waren auch alle dabei. Ich würde gern wissen, was der liebe Gott zu all dem sagt. Fürchtest du dich vor Gott? Nein. Und du? Ich habe Angst vor ihm. Warum? Ich weiß nicht. Naja, eigentlich habe ich auch Angst vor ihm. Aber meistens vergesse ich's. Noch einer, der nicht hingegangen ist. Der Waffenschmied, der ist doch taub. Der hat den Herold nicht gehört. Schämst du dich nicht? Macht es solche Freude, die Tiere zu quälen? Was für eine Frechheit, so viel Staub aufzuwirbeln. Mein Degen wird ganz schmutzig. Okay, was fällt dir denn ein? Eine Unverschämtheit ist das. Grüßt du eigentlich alle Leute so? Nicht alle. Für einen Bauernjungen hast du allerhand Mut. Das gefällt mir an dir. Ruhig, Alter. Was ist los mit dir? Warum siehst du mich so an? Weißt du nicht, dass man eine Dame nicht so anstarrt? Hau ab, dann du weißt du es jetzt. Ich bin gerade auf dem Weg zum Schloss. Vielleicht könntest du so nett sein und mich dahin bringen. Was meinst du? Aber ich kenne doch den Weg, Mann. Sehr weit kann es hier nicht sein. Ich zahle gut, wenn man mir einen Dienst erweist. Also, willst du mich begleiten oder nicht? Ich verstehe euch nicht, Madame. Geh nicht mit, Till. Ich bitte dich darum. Es dauert ja nicht lange. Wenn du meinst, dann werde ich eben mitkommen. Nein. Der Weg ist sehr schmutzig. Also? Wie lange soll ich noch warten, junger Mann? Ich würde mich so einem hergelaufenen Burschen nicht anvertrauen, Madame. Wer weiß, was der im Schilde führt. Das kann man bei solchen Leuten nie wissen. Die Gegend hier ist sehr unsicher. Gerade heute Morgen habe ich gehört, dass sie... Augenblick. Wo ist denn mein Samttäschchen? Es war an meinem Gürtel. In der Stadt habe ich es noch gehabt, das weiß ich genau. Ich muss es auf dem Weg hierher verloren haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Oder ist es mir hier runtergefallen?
Verzeihung, Madame, aber vielleicht hat er... Ich meine, ich habe euch gewarnt, Madame, aber ihr wolltet ja nicht hören. Geh den Weg zurück, den wir gekommen sind, und such es. Also gut, Madame, wenn ihr unbedingt darauf besteht, hier bitte. Wir haben genug Zeit. Komm, hilf mir runter. Was für starke Arme du hast. Madame, ich habe den ganzen Weg abgesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Wieso, was nicht gefunden? Was meinst du? Na, euer Täschchen. Ach so, mein Täschchen, ja, natürlich. Ach, hier ist es. Da haben wir es tatsächlich. Jetzt konnte ja nicht verloren gehen. Schön, dass ihr es wieder habt. Das ist gut, das ist gut. Hoffentlich hast du nicht zu viel Staub aufgewirbelt und seinen Degen schmutzig gemacht. Weißt du, was du verdienst? Diese jungen Leute da machen sich schon die ganze Zeit über die Kirche lustig. Hört euch das mal an. Die müsst ihr anzeigen, diese Kerle. Heiliges Wasser aus Rom. Neu eingetroffen. Ein Schluck und ihr seid gesund. Und kauft auch gleich den Krug dazu. Eine Spende für die Armen. Vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Ich möchte mich gern in der Gegenwart und in der Zukunft sehen. Heiliges Wasser aus Rom. Das könnt ihr gern haben. Gerade tut. Der zeigt uns die ganze menschliche Dummheit. Die ganze Dummheit. Ja, sofort werdet ihr euch sehen, Herr Mönch. Auch manche sind von Gott geschaffen. Meistens sind sie recht gut genährt. Manche haben Flöhe am Körper. Und manche auch auf dem Kopf. In den Ohren haben sie Werk und hören deshalb nicht richtig. Sie stecken ihre Nase in alles und machen sich dabei oft die Hände schmutzig. Dann bitten sie schnell um Verzeihung. Das stimmt genau. Und sie haben manchmal eine Schwäche für das schöne Geschlecht. Das bringt sie ganz durcheinander. Sie fangen an zu tanzen, zu saufen und sie voll zu fressen. Ja! So lange, bis sie den Kopf verlieren. Aber wozu braucht ein Mönch schon einen Kopf? Überhaupt nicht. Er braucht nur seine Hände. Erstens, um die Seiten umzublättern. Zweitens, um Geschenke entgegenzunehmen. Und nebenbei noch, um sie zu falten. Richtig. Du beleidigst einen Diener der Kirche. Damit hast du dich nicht nur an der Kirche, sondern auch an Gott, dem Herrn, versündigt. Das wirst du noch bereuen. Ich wette 20 Heller dagegen. Ach, Bruder Hinrich. Erzähl weiter, Till. Wir wollen noch mehr hören. Also schön. Jetzt werde ich euch zeigen, was ein guter Bürger macht, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Er steckt den Kopf in den Sand. Alles schön. Was soll denn das? Was soll denn nicht doch? Warum denn? Ich hab doch nichts getan. Loslassen, verdammt nochmal. Das kannst du denn nicht loslassen. Komm schon, mein Junge. Das wurde aber auch langsam loslassen. Zeit. Hoffentlich bekommst du jetzt endlich das, was du verdient hast. Alles lächerlich machen, vor nichts Respekt haben. Solche Kerle wie dich muss man verbrennen. Wegen Ketzerei und öffentlicher Beleidigung und Verächtlichmachung der Kirche verurteilt das Hohe Gericht zu Damme Tilbert Uhlenspiegel, den Sohn des Kohlenhändlers Klaas, zu folgender Strafe.
Aufgrund des kaiserlichen Erlasses hätte dem Angeklagten Tilbert Uhlenspiegel, Sohn des Kohlenhändlers Klaas, mit glühendem Eisen ein Brandmal auf die Stirn gedrückt werden sollen. Da das Hohe Gericht jedoch Anzeichen ehrlicher Reue bei dem Angeklagten feststellen konnte, hat es sich entschlossen, diese Strafe in eine Verbannung Uhlenspiegels umzuwandeln. Er darf 3 Jahre nicht nach Flandern zurückkehren. Und es wird ihm auferlegt, dass er eine Wallfahrt nach Rom unternimmt. Die Dummheit hat wieder mal gesiegt! Die Dummheit hat wieder mal gesiegt! Was ist denn? Komm, 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 komm. Ja. Na, wie gefällt dir mein neues Gewand? Nicht wahr? Ich werde auf dich warten, Tim. 3 Jahre sind lang. Und wenn es mein ganzes Leben wäre? Ich werde immer an dich denken. Und sei vorsichtig. Pass auf, was du sagst und was du tust. Warum sitzt du hier am Weg rum? Ich warte darauf, dass ich müde werde und langsam einschlafe. Warum denn das? Damit ich von gebratenem Fleisch träume. Was bist du von Beruf? Ich bin Pilger, das heißt eigentlich nur vorübergehend. Und dann bin ich noch Zuschauer bei der Arbeit, Genießer, Windhund und ich spiele Trompete. Du spielst Trompete? Ein bisschen. Ah, das trifft sich gut. Unser Stadttrompeter ist gerade gestorben. Du wirst deine Stelle einnehmen. Steh auf und komm mit. Und iss erst mal was Ordentliches, sonst fällst du ja beim ersten Ton gleich um. Hey, Trompeter! Trompeter! Peter, wir brauchen dich ganz dringend. Ja, ist etwas sehr Wichtiges. Was, was macht denn der Mann da? Bist du das? Ja, ich bin ich. Außer uns weiß es noch niemand. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Kaiser Karl auf dem Weg hierher ist. Er stattet mit 30 Adligen unserer Stadt einen Besuch ab. Und aus diesem Grund haben wir beschlossen, ich und die Stadtverwaltung, dass du eine Brille bekommst. Weißt du, wie man sie aufsetzt? Aha. Gut, also pass auf. Sobald du siehst, dass der Kaiser sich dem Tor nähert, bläst du 3-mal in die Trompete. 3-mal hörst du. Gehen wir.
Warum feuern sie keine Kanonenschüsse ab? Warum läuten keine Glocken? Sind die Leute taub? Hey! Zieht die Brücke hoch! Schnell, zieht die Brücke hoch! Gefahr im Anzug! Feind in Sicht! Na los, beeilt euch! Eine feindliche Abteilung nähert sich der Stadt! Vorwärts, hoch mit der Brücke! Schlaft nicht ein! Na, guckt nicht so dumm! Hoch damit! Lass die Brücke herunter. Habt ihr nicht gehört? Ihr sollt die Brücke runterlassen. Na, vorwärts, macht schon. Ah, das müsst ihr schon uns überlassen. Wenn ihr euch weiter so ungebührlich benehmt, werden wir euch ein paar Kugeln auf den Pelz brennen. Wenn Dummheit wehtun würde, erkennst du deinen Kaiser wirklich nicht? Bist du blind? Ich habe Augen im Kopf und ein Gehirn. Ich fall nicht auf jeden Aufschneider rein. Wenn ich heute nicht so gut gelaunt wäre, würde ich dich einkerkern lassen für diese Frechheit. Jetzt lass sie schon runter. Allmächtig, es ist wirklich der Kaiser. Ja, er hat recht, jetzt kenne ich ihn auch. Lass der Kaiser. Brücke runter! Habt ihr nicht gehört, ihr sollt die Brücke runterlassen? Runter mit der Brücke! Der Kaiser ist gekommen! Majestät! Majestät, der Kaiser ist da! Seid ihr nicht auch der Meinung, dass ihr für diese Missachtung eures Kaisers den Strich verdient habt? Habt Erbarmen, Majestät. Ich wüsste einen, der ihn noch mehr verdient als wir, Majestät. Das war nämlich so, wenn ich das Majestät kurz erklären darf. Wir haben unseren Trompeter extra mit einer Brille ausgestattet. Bei der Ankunft eurer Majestät sollte er dreimal in die Trompete blasen. Und? Er hat Alarm geblasen. Und das auch noch falsch. Bringt mir diesen Trompeter her. Ich bin schon da. Spiel doch mal was vor. Tja, ich muss zugeben, du verdienst wirklich den Strick. Ja. Nehmt den jungen Mann fest. Bereit, Majestät. Majestät, gib dem die Freiheit! Majestät, bist du frei? Schenk dir die Freiheit, Majestät! An eurer Stelle, Majestät, würde ich darauf nicht hören. Das Volk weiß nie, was es will. Das ist Ansichtssache. Du hast noch eine Chance, Uhlenspiegel. Wenn du mich um etwas bittest, was ich dir nicht erfüllen kann, sollst du begnadigt werden. Lass dir was einfallen! Denk dir irgendwas aus! Schenk dir die Feiern! Ich bitte euch nicht um Geld. Noch um irgendein anderes irdisches Gut. Es gibt nichts, was ihr mir nicht schenken könnt, das weiß ich ja. Ich bitte euch um etwas, das ihr mir geben oder verweigern könnt. Lasst mich aber nicht dafür bestrafen, was für eine Bitte es auch sei, die ich jetzt äußere. Gebt ihr mir euer kaiserliches Wort darauf, Majestät? Ich gebe dir mein Wort. Ich wünsche mir eins. Bei allem Respekt vor eurer Majestät. Dass ihr, bevor ich gehängt werde, zu mir heraufkommt und mich als letzten Beweis eurer Gunst auf den Mund küsst, mit dem ich nicht flämisch sprechen kann. Ha, ha, ha.
Du hast gewonnen. Diese Bitte kann ich dir wirklich nicht erfüllen. Ihr könnt ihn losmachen. Du bist frei, Uhlenspiegel. Es lebe seine Majestät, der Kaiser! Und bitte mir die Hände raus, schnell! Es lebe seine Majestät, der Kaiser! Das wollte ich auch gerade sagen! Es lebe der Kaiser! Und dieser übermütige Schreiber trägt dafür die Brille ein Jahr lang am Hinterkopf. Vielleicht merkt er auf die Weise mal was davon, was hinter seinem Rücken vorgeht. Bin ich auf einmal müde. War wohl gestern Abend doch ein bisschen viel. Naja. Hey, du! Willst du deine 7 Sachen nicht mitnehmen? Denkst du, die stellen wir hier im Museum aus? Da! Trompeteblasen ist nicht deine stärkste Seite, muss ich sagen. Vielleicht versuchst du es erstmal auf dem Kamm. Hört ihr, Leute, es hat 10 geschlagen. Die Tore sind geschlossen. Geht zur Ruhe. Was willst du denn hier? Ich hab dir doch verboten, nachts zu mir zu kommen. Also lass mich allein. Hast du nicht gehört? Ich geh nicht weg. Ich geh nicht. Du musst mir erst was zu trinken geben. Was willst du? Bist du verrückt geworden? Das kommt nicht in Frage. Du gehst sofort wieder nach Hause und legst dich hin. Hörst du? Ich kann nicht schlafen. Ich möchte Uhlenspiegel sehen. Willst du, dass ich dich nach Hause bringe? Ich setze mich zu dir ans Bett, dann schläfst du ein. So wie früher. Nein. Das ist zu gefährlich. Wenn jemand was merkt, werden sie dich als Hexe verbrennen. Und was ist mit dir? Mich werden sie auch verbrennen. Gib mir von diesem Kraut zu trinken. Ich muss ihn wenigstens einmal sehen. Nein. Ja. Es geht nicht. Doch. Also gut. Trink. Sieh mich an. Du möchtest also Till Uhlenspiegel sehen. Ich werde dir beibringen, alles zu sehen, was du willst. Alles, was auf den Plätzen vor sich geht, auf den Straßen und hinter den Mauern. Denk an nichts, sieh nur vor dich hin. Fühlst du, wie dein Blut langsamer fließt, immer langsamer? Du spürst Wärme in deinem Rücken und Kälte. Deine Augen hören auf zu sehen. Du siehst nichts mehr hier im Raum. Du siehst mich nicht, mein Gesicht. Meine Hände, es verschwindet alles. Die Zeit steht still. Der Raum zerfällt zu Staub.
Der Staub wird zu Asche, der Wind trägt sie weg. Der Henker schlägt ein Loch ins Eis, der Narr verkündet laut den Tod. Fürchte dich nicht, Nele. Ich bin immer bei dir. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Du hast einen Traum, du siehst Uhlens Spiegel. Gleich siehst du ihn, pass auf. Gleich siehst du ihn, pass auf. Du darfst nie wieder davon trinken. Nie wieder in deinem Leben, hörst du? Hexe! 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 Wer ist Sie eine ist Hexe? Eine Hexe! Hexe! Und wem redest du denn? Hexe! Hexe! Lösch das Feuer und bring sie raus! Los, los! Geh auf! Mach schon! Raus mit dir! Los, geh schon! Hexe! Na was ist? Klopf nicht ein! Vorwärts! Vorwärts! Katheline! Lars! Lars! Was ist los? Was wollt ihr von der Frau? Was redet ihr da für einen Blödsinn? Ich kenne Katharine seit meiner Kindheit. Sie ist doch... Lass die Frau los! Lass sie los! Sie haben Katharine abgeholt. Was? Meine Hexe, glaubt mir doch. Katharine! Katharine! Lass die Frau los! Gib mir jetzt Ruhe! Lass doch die Frau los! Sie ist eine Hexe! Sie ist eine Hexe! Katharine hat keinem Menschen was getan! Das hat sich herausgestellt! Wie oft soll ich es euch doch noch sagen? Sie ist keine Hexe! Wer behauptet denn das? Dass du wegkommst! Komm, Nele, komm mit. Geh mit Sudkin.
Du kommst mit zu uns. Was ist denn, Nele? Komm, gehen wir weiter. Na los, komm schon. Es hat keinen Zweck. Was machst du denn noch hier? Geh nach Hause. Ich muss jetzt das Tor schließen. Geh nach Hause. Kennst du, dass du eine Hexe bist und dass du das Mädchen verzaubert hast, um es dem Satan zu übergeben? Wie kann ich etwas bekennen, Herr Richter, was nicht wahr ist? Ich habe Nele sehr gern. Sie hat sich bei mir immer Rat und Hilfe geholt, wenn sie Kummer hatte. Mhm. Und weil sie neulich nicht schlafen konnte, da habe ich ihr was zum Schlafen gegeben. Aha, ich verstehe. So war das also. Komm, gehen wir darüber. Was wollt ihr denn von mir? Wo bringt ihr mich hin? Ich habe nichts getan, ich schwöre es. Ich Komm schon. Ich wollte doch nur, dass Nele einschläft und im Traum ihren Thiel sieht. Sie hat solche Sehnsucht nach ihm. Ich wollte nur helfen. Das ist doch kein Verbrechen. Ich bin keine Hexe. So wahr mir Gott, helfe mir. Ja, immer noch hier. Geh lieber nach Hause. Es wird eine kalte Nacht. Du änderst nichts damit, wenn du hier bleibst. Das Leben ist nun mal so. Als sie meinen Vater damals gefoltert haben, da bin ich immer im Kreis herumgegangen. Immer im Kreis, ja. Immer im Kreis, Tag für Tag. Und jetzt bin ich selber Wärter hier, seit über 20 Jahren. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, wie an alles. Du wirst es auch tun. Man gewöhnt sich an alles. Was bleibt einem übrig? Hey! Das Rad ist wieder in Ordnung! Das Rad ist da! Es ist repariert! Du kannst es gleich vorbereiten. Beeil dich. Hey, Mädchen! Du kannst sie abholen. So. Hier, da hast du sie wieder. Wenn du sie noch haben willst, kannst du sie mit nach Hause nehmen. Na, da bist du ja endlich. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt, du Faulpelz? Warst wohl wieder im Wirtshaus, was? Na los, jetzt rein mit dir. Hier werde ich die Sauferei schon noch raustreiben. Warte nur.
Katheline. Katheline. Hörst du? Katheline. Kennst du mich nicht mehr? Katheline. Du darfst nicht hier stehen bleiben. Verstehst du? Gott wird dir ein bisschen helfen. Vom Markt. Und da haben Pilger erzählt, dass Kaiser Karl abdanken will. Er soll sehr krank sein. Der Herr erbarme sich seiner. Der junge König Philipp begnadigt vielleicht alle Verurteilten und Verbannten. Dann könnte Till auch wieder zurückkommen. Ich würde zu Gott beten, dass der junge König barmherzig ist. Darum werden wir auch beten. Nicht wahr, Sütke? Das werden wir tun. Also wollen wir hoffen, dass es uns allen morgen besser geht als heute. Gute Nacht, Nele. Gute Nacht, Nele. Schlaf. Kann ich rein? Ja. Ist was passiert? Katheline schläft wohl schon. Ja, warum? Umso besser. Wo hat sie ihren Zaubertrunk versteckt? Weißt du das? Ja, das weiß ich schon. Weißt du, ich hab dir doch gesagt, dass sich die Leute auf dem Markt erzählen, dass Kaiser Karl abdanken will. Kannst du nicht versuchen, ob du den neuen König sehen kannst? Ihn und was er tun wird. Ich meine, wie er ist und ob er die harten Strafen aufheben wird, das möchte ich zu gern wissen. Verstehst du das? Ja, sicher, ich will's gern versuchen. Aber ob ich's ohne Katelines Hilfe schaffe, das weiß ich nicht. Du schaffst es bestimmt. Du musst es nur richtig wollen. Na gut. Warte, ich komm gleich wieder. Ja.
jemand betet. Ich sehe einen Fußboden aus Marmor. Plötzlich fällt ein schwerer Ring auf den Boden. Jemand schläft, jemand weint. Viele Männer warten in einem großen Saal. Überall sehe ich brennende Kerzen und Waffen und Fahnen. Kaiser Karl betet mit seinem Sohn Philipp. Seine Majestät, Kaiser Karl V., hat mich beauftragt, den anwesenden Edelleuten und Rittern vom Goldenen Vlies mitzuteilen, dass die... dass die Generalstaaten... Jahre habe ich die Krone getragen. Eine lange Zeit. Ich habe viele Schlachten geschlagen in all den Jahren.
zum Ruhme Gottes und zum Wohl meiner Völker. Aber jetzt bin ich alt und müde. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, meinem Sohn Philipp die spanische Krone zu übergeben. Sowie die Herzogtümer, Grafschaften und Baronate, die damit verbunden sind. So nehme ich jetzt Abschied von euch allen. Ich weiß, ich bin nicht immer gerecht gewesen. Ich habe viele Fehler gemacht. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und welcher Mensch ist unfehlbar? Ich habe nichts aus bösem Willen oder mit böser Absicht getan. Wenn ich jemanden gekränkt habe, dann war es aus Unwissenheit. Und ich bitte euch um Verzeihung. Leb wohl. Und Gott sei mit euch. Wie könnte ich die Krone aus euren Händen entgegennehmen, Majestät, wenn ihr noch selbst die Kraft habt, sie zu tragen? Nach dem Willen Gottes entlasse ich euch alle aus dem Eid, den ihr mir als Kaiser Karl V. geschworen habt. Du bist's, mein Freund. Komm rein. Ich hab dich lange nicht gesehen. Du siehst schlecht aus. Ich war lange unterwegs. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Du hast sicher Hunger. Ja, das habe ich. Ich habe seit einer Woche nur von Wasser und Brot gelebt. Da gibt's ein gutes Mittel. Eine ordentliche Mahlzeit. Den hat Sutkin gerade frisch gemacht. Ich glaube, der wird dir schmecken. Es wäre doch gelacht, wenn wir dich nicht satt kriegen. Und dazu noch einen anständigen Wein. Das will man mehr. Die Würste sind auch gut. Vorige Woche haben sie deinen Bruder Just verhaftet und zum Tode verurteilt.
Sie haben ihn zum Tode verurteilt. Warum? Weil er ein Ketzer ist. Ich hab's geahnt, dass es so kommen würde. Ich hab's geahnt. Ich habe ihn noch im Gefängnis gesprochen. Die Wärter haben mich reingelassen, weil sie dachten, ich wäre ein Verwandter von ihm. Er hat zu mir gesagt, wenn ich sterben muss, dann sterbe ich für den richtigen Glauben, das weiß ich. Geh zu meinem Bruder und richte ihm das aus. Er soll in Frieden leben, im Vertrauen auf Gott und seine Liebe. Und dann hat er noch was gesagt. Ich habe mein Geld in einem sicheren Versteck, es sind 500 Dukaten. Hol sie und gib sie meinem Bruder, mit den besten Wünschen und meinem Segen. Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf? Wann wird ein Herrscher an die Macht kommen, der die Menschen in Ruhe und Frieden leben lässt? Der spanische König ist der Freund der Lüge. Weiß er gar nicht, von dem, was vorgeht. Natürlich weiß er es. Es geschieht ja alles in seinem Auftrag. Was wollt ihr von meinem Mann? Was wollt ihr von mir? Lasst ihn in Ruhe! Ihr sollt ihn in Ruhe lassen! Denkt an, ich krieg da nicht so leicht. Also versucht ihn auf Nile. So, jetzt versucht mal ranzukommen hier. Das ist doch alles Lüge! Das ist kein Ketzer! Ihr könnt ihn nicht ins Gefängnis bringen! Lasst ihn los! Das Feuer! Das Feuer brennt in mir wie tausend Teufel! Bohrt ein Loch! Bohrt ein Loch! Die Seele will hinaus! Lass! Lass, mein armer Mann! Sie haben kein Recht, dich ins Gefängnis zu bringen! Lass! Nele! Nele, das Geld ist im Kamin! Lass! Mein armer Klaus! Alter, ein bisschen!